Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Channel One Way No Limit und heute geht es um ein sehr interessantes Thema, auch nur ganz kurz angerissen. Anabole Steroide und Vitalstoffe. Tja, der ein oder andere kennt es aus eigener Erfahrung, das letzte Geld geht für den Stoff drauf. An der Stelle, ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Heilpraktiker und schon gar nicht der Heilpraktiker, der alles weiß, um so einen kleinen Hinweis nochmal zu geben auf das Thema. Aber ich habe eine gute Tasse Kaffee aus der Metabolix-Tasse und das reicht. Denn das Thema Vitalstoff ist ein sehr umfassendes Thema und deshalb kann man das gar nicht hier in einem Video darstellen. Unmachbar. Ja? Auch wenn der eine oder andere das vielleicht mit 3 Gramm Alpha-Liponsäure gerne immer so darstellt. Man muss sich einfach nur eines mal vor Augen führen und Leute, die sehr lange schon dieses Thema betreiben, kennen zwei Seiten. Die einen schlucken alles Mögliche, was es nur irgendwie zu kaufen gibt. Also haben ihre ganzen Tablettenboxen, das sind so große Boxen dann teilweise wirklich so groß, größer als meine Tastatur und lauter kleine Fächer mit lauter irgendwelchen Pillen, Tabletten und sonstiges Zeug. Und ich habe das früher schon gesagt, Leute, lasst den Scheiß, weil viele eurer Stoffwechselprobleme kommen genau aus dem Bereich her. Und da gibt es verschiedene Denkansätze. Ein Punkt, warum ich auch mein Buch geschrieben habe, Upgrade Your Body Part 1. Und natürlich auch, warum jetzt gerade das Buch rauskommt, meine Gesundheit. Aber das natürlich auf meinem anderen Channel, auf Metabolix Health auf dem Channel. Wenn man Stoffe nimmt, gibt es die Probleme, dass es einerseits zu limitierenden Stoffen kommt. Also limitierende Stoffe deshalb, weil sie dann limitierend im Körper vorkommen. Nämlich entweder gar nicht mehr, weil sie nicht mehr aufgenommen werden. Oder weil sie eventuell zu viel aufgenommen werden. Und deshalb auch die Aufnahmekapazität oder die Stoffe, die benötigt werden, um die Stoffe auch in die Zellen zu bringen, dann eben sich reduzieren. Also man kann limitierende Faktoren haben, weil man zu wenige aufnimmt davon oder man kann limitierende Faktoren bekommen, weil von anderen Faktoren zu viele aufgenommen werden oder in Summe von bestimmten Sachen so viel aufgenommen wird, dass der Körper mit der Entgiftung oder mit dem Ausscheiden dieser Stoffe auch wieder Probleme hat. Also es gibt verschiedene Stoffwechselstörungen, die einerseits aus zu wenig aufgenommen und andererseits aus zu viel aufgenommen kommen. Tja, sowas stellt man halt dann selber fest, wenn man halt so wie ich jetzt seit 30 Jahren in dem Thema unterwegs ist und Biodoping halt auch mal eine Zeit lang beruflich gemacht hat. Tja, dann stellt man solche Sachen blöderweise fest, nämlich aufgrund von Analysen, Blutanalysen, Haaranalysen etc. Man denkt sich dann, es kann doch gar nicht sein, der nimmt doch alles mögliche kreuzen quer, wieso kann denn der so ein Defizit haben? Kann so passieren. Und jetzt kommen wir aber auch zu dem Thema anabole Steroide, die natürlich bei vielen Menschen im Kopf immer eines hervorrufen. Ja, die reparieren doch alles. Die sind doch anabol, also aufbauend. Dann könnte man das eventuell vielleicht einmal für den einen oder anderen etwas simpler in der Vergleichung darstellen. Nämlich, wenn du ein Haus bauen möchtest, dann geht ohne einen gesunden Handwerker nämlich den grundlegendsten am Anfang, nämlich am Maurer, erst einmal gar nichts. Da kannst du Elektriker sein, da kannst du Gas, Wasser, Scheiße können, auch wenn du das perfekt kannst, da kannst du der beste Fliesenleger sein. Also allererst brauchst du einen vernünftigen Maurer. Und wenn du den nicht hast, dann wird es wohl mit deinem Haus nur dann was werden, wenn es eine Holzhütte ist oder wenn es amerikanische Leichtbauweise ist, die dann beim kleinsten Wind, das dann ein Tornado ist, dann davonfliegt. Aber ansonsten für ein stabiles, solides Haus, was auch eventuell noch länger als heute 50 Jahre steht, nämlich so wie früher Häuser mal ein paar hundert Jahre gestanden sind oder noch länger gestanden sind, dann brauchst du ein solides Mauerwerk. Und wenn du ein solides Mauerwerk aufgebaut hast, tja, da brauchst du halt einen guten Maurer. Nicht besoffen, nicht gerade irgendwo im Eck liegend, weil mach gerade Yes davon in der Früh bis am Abend, sondern brauchst einen Maurer, der sein Handwerk kennt. Der weiß, wie es der rote und der weiße Wand zusammensetzt. Der weiß, was eine Dehnungsfuge ist. Der weiß, was eine Schallwand ist. Der weiß, was eben bestimmte Übergänge von dem einen Material zum nächsten sind. Und genau so kann man es auch betrachten im Körper. Die Hormone sind nur Architekten, die großartig irgendwas anschaffen, die aber teilweise nicht unbedingt so selektiv auch arbeiten können, sondern mal grundlegend sagen, ja, bau halt da eine Mauer hin, mach das mal so und so und hier hast du einen Plan und jetzt mach. Der Maurer aber, der muss es umsetzen. Und diese Fähigkeit wäre zum Beispiel die Fähigkeit der Vitalstoffe im Körper unter anderem.
Also auch die enzymatische Kapazität, die im Körper vorliegt, also die Aktivitäten der Enzyme mit unter anderem. So, diese Sachen zusammen, der Maurer, die Enzyme, die Vitalstoffe, die Kofaktoren wie Sand, Mörtel, Steine etc., das in Summe bildet dann sozusagen ganz vereinfacht jetzt ausgedrückt dann das Fundament, das Haus, die Grundsubstanz, um es dann eben auszubauen. Ja, wenn man das eben so uns mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dann kann man sich natürlich schon überlegen, je mehrere Architekten, dass du auf einer Baustelle hast, desto mehrere Chaos kann entstehen, also mehrere Symptome, mehrere Störungen. Das heißt also, je mehrere Hormone, dass man eventuell anabolend aufbauend in sein System gibt. Ich habe auch in einem anderen Video schon mal erklärt, dass anabole Steroide nicht grundlegend nur anabol sind, sondern auch durchaus katabole Auswirkungen im Körper erzeugen können. Nicht unbedingt direkt, aber indirekt. Heißt es also, dass wir hier einen erhöhten Bedarf haben und dass eventuell dadurch geschuldet dann aber auch limitierende Faktoren einsetzen. Und deshalb wird es dann so schwierig, nämlich bestimmte Nebenwirkungen oder Symptome, die man dann als Nebenwirkungen unerwünschterweise beschreibt, zu vermeiden. Und schon gar nicht. So, meine Lieben, jetzt noch eine kleine Werbeeinblendung in eigener Sache. Wir haben einen neuen YouTube-Channel, und zwar MetabolX Health. Dort bieten wir euch Content im Bereich der Gesundheit. Jetzt brauchen wir aber aktiv auch eure Unterstützung. Bitte gebt dem Channel ein Abo, gebt den Videos ein Like und schreibt Kommentare drunter. Das hilft uns, Reichweite zu bekommen bei YouTube. So können wir mehr Menschen mit unserem Content erreichen. Nicht vergessen, Glocke drücken und alle Videos auswählen. Nur so gibt euch YouTube auch immer zuverlässig Infos, wenn wir neuen Content für euch herausbringen. An der Stelle nicht vergessen, unsere Lifestyle-Analyse ist endlich im Online-Shop erhältlich. Aber wer mich kennt, schreibt mir bitte persönlich. Mir ist es lieber, direkt in Kontakt mit euch zu treten und nicht Geschäfte über den Online-Shop zu machen. So, in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem anderen Channel. Bitte nicht vergessen, Abo, Like und Kommentare. Und jetzt geht's weiter im Video. Ciao. Eventuell mit Medikationen, die eventuell sogar als Toxine zu beachten sind. Also die sozusagen Entgiftungsprozesse noch benötigen, um überhaupt aus dem Körper eliminiert zu werden. Das ist der springende Punkt. Das heißt also, man braucht eventuell mehr. Man greift dann zu Vitalstoffprodukten, die am Markt halt einfach vorhanden sind, die eine gewisse Art der Zusammensetzung haben. Und jetzt gehe ich nochmal gar nicht explizit darauf ein, auf Füll- und Hilfsstoffe, die eventuell sehr, sehr störend oder schwerwiegend schädigend im Körper wirken, also Darmflora zerstören, pH-Wert verändern in der Zelle, die eventuell Reizungen verursachen oder Entzündungen verursachen oder die einfach zu Schaumeffekten oder Verschäumungseffekten im Magen-Darm-Bereich führen und damit wasserlösliche Vitamine eigentlich sozusagen binden oder gelatierende Wirkungen haben und damit eventuell Spurenelemente, die in einem höheren Bedarf benötigt werden würden, dann sogar ausleiten, also dann sozusagen wie eine Detoxifizierung von Spurenelementen darstellen, wie bei Kupfer, bei Cadmium, bei Kalium, bei wie auch immer. Man kann ja alles Mögliche ausleiten. Also deshalb muss man auch diese Entgiftungsprozesse mal schon ein bisschen näher hinterfragen, ob die in der einen oder anderen Leistungsphase überhaupt Sinn machen oder ob man während der Detox-Phase eigentlich überhaupt in der Leistungsphase reingehen sollte. Also viele dieser Punkte. Näher gehe ich dann hierzu natürlich auf meinem Metabolix Health Channel ein. Habe ich unten verlinkt. Bitte mal draufschauen, hier brauchen wir noch einige Abos, weil wir natürlich da mit 64 Abos, glaube ich, sind es am heutigen Stand, natürlich gar nichts erreichen. Mir wäre also sehr, sehr geholfen, wenn ihr mir bitte auf meinem anderen Channel ein Abo gebt. Wie gesagt, Metabolix Health steht unten drunter. Und natürlich dann auch die Glocke drücken für allen Content, also für alle Bereiche, weil ihr nämlich dann auch informiert werdet, wann wieder ein neues Video im Bereich der Gesundheit rauskommt. Also, wer anabole Steroide nimmt, wieso auch immer, denke ich, ist jedem Menschen frei überlassen, das zu tun, wie er es denn denkt. Weil wenn es unbedingt gerade im Grammbereich ist, was für die meisten Leute wahrscheinlich nur purer Wahnsinn ist oder aus Dummheit heraus oder aus gefälschten Produkten heraus überhaupt so hoch dosiert werden muss, dann sollte der sich klar sein, dass Vitalstoffe mit steigender Leistungsfähigkeit in dem Körper einerseits benötigt werden für die steigende Leistungsfähigkeit und nicht bloß die Hormone. Das sind ja Sachen, die die Stoffe nur anregen oder die den Stoffwechsel nur anregen oder die Produktionskapazitäten des Körpers an ihr Limit bringen.
dann aber auch für die Regeneration etc. gebraucht werden, sodass es heißt, es gibt einen Bedarf, der entsteht bei der Einnahme und es gibt einen Bedarf, der bei dem Abarbeiten des Bedürfnisses nebenbei entsteht, sodass auch die kompensatorischen Geschichten natürlich auch einen erhöhten Bedarf darstellen. Also sprich, wir haben einen höheren Schaden gesetzt, weil wir natürlich stärker geworden sind, weil wir eine höhere Ausdauerleistung haben etc. Dementsprechend haben wir einen höheren Reparaturbedarf. Also auch hier kommen Stoffe wieder zum Einsatz. Und wenn diese Produkte halt eventuell, sagen wir mal, nur betriebswirtschaftlich zusammengebastelt sind, dann haben wir hier ein Problem. Selbst bei guten Produkten, und jetzt ist gut in Anführungszeichen zu setzen, ist es immer schwierig zu wissen, wie der Stoffwechsel desjenigen ja vorher ist. So, das heißt, Nebenwirkungsprofile, die in Packungsbeilagen beschrieben werden, gehen zu einem sehr hohen Teil aus Stoffwechselstörungen hervor. So, jetzt weiß man gar nicht, wo der Mensch steht. Kein Mensch oder die wenigsten, die ich jetzt kenne, machen Analysen vor und sagen, ja, wie schaut es denn überhaupt mit meinen Elektrolyte aus? Nicht einmal die Elektrolyte testen die meisten Menschen oder die meisten Sportler vorher, bevor sie in eine Substitution reingehen. Obwohl das Pfennig-Artikel, sage ich noch Pfennig, ich bin immer noch bei der D-Mark, also Centbeträge kostet. Vielleicht kann ich mir das auch mit den Cent auch sparen, weil bis das Video draußen ist, gibt es keinen Euro und auch keine Cent mehr. Aber wie auch immer, also kleine Kostenfaktoren stellen also eigentlich Mineralstoffe nur da im Blut, um die zu testen. Und selbst hier haben wir noch das Problem, ja, sind Blutparameter, sind aber keine zellulären Parameter und wissen wir noch nicht einmal, was in der Zelle ist. Sozusagen bräuchte man Differentialmessung zwischen aufgenommen und ausgeschieden etc. Und selbst hier haben wir nochmal das Problem, dass wir nicht wissen, naja, wird ausgeschieden, weil es zu viel, oder wird ausgeschieden, weil wird auch sehr viel benutzt. Das ist ja auch noch dieses Paradox von dem ganzen Thema, wenn es heißt, naja, gibt einen teuren Urin, weil gehen die Vitalstoffprodukte einfach nur raus. Katalysatoren haben es halt leider so an sich, dass Katalysatoren sich nicht in Luft auflösen. So, das heißt, Katalysatoren werden sehr oft für etwas nur benötigt und gehen auch unverstoffwechselt wieder raus. Oder bei zu hoher Dosierung wird einfach die Differenz dessen, was nicht benötigt wird, in einem gewissen Zeitabschnitt auch ausgeschieden, weil es eben nicht diese Pufferfähigkeiten gibt. Und so kommen wir schon wieder zu dem Thema, was ich sehr oft immer sage, ich wiederhole mir da, es steht ja auch bei mir in meinen Büchern immer drin, im MEF-Training zum Beispiel auch, nehmt die Stoffe parallel zur Leistungserbringung, weil Bedarf und Bedürfnis gekoppelt sind. So, das heißt, wenn man dem Körper etwas in dem Zeitfenster gibt, wo es bereits benötigt, dann haben wir den Vorteil, dass wir eventuell die Ressourcen schützen oder auch den Stoffwechsel vor den limitierenden Faktoren und unterstützend entlasten und somit schaffen wir es auch mit kleineren Dosierungen eventuell höhere Leistungen zu bringen und können damit natürlich auch die Gesundheit schützen, weil man nicht so in die Stoffwechselstörungen reinkommen und damit auch die Regenerationszeiten verkürzen. Also meine Lieben, eine Vitalstoffversorgung ist sehr, sehr wichtig und die verändert sich definitiv mit dem Thema aus. Verändertes Bedürfnis, veränderter Bedarf. Und in dem Sinne, one way no limit. Bitte Kommentare unten drunter, schreibt mir auch gleich die Fragen dazu. Wir machen, ich denke, zum Wochenende hin einen Livestream auf MetabolX Health Channel. Schreibt mir gerne auch hier die Fragen drunter, teilt bitte das Video, damit wir ein bisschen Reichweite kriegen und lasst uns dann gemeinsam das Thema vielleicht nochmal erörtern, was Vitalstoffe wirklich darstellen. Ich kriege immer wieder mal so Nachrichten wie Kalium-Jodid-Tabletten genommen und wie hoch soll ich die dosieren? Machen Kalium-Jodid-Tabletten überhaupt Sinn? Diese Filmdrachés, sind die überhaupt sinnvoll oder gibt es denn eventuell das Jod in anderer Form besser dargereicht oder vielleicht auch in Kombination mit anderen Stoffen in bestimmten Zeitfenstern? Auch das können wir dann im Livestream mal sehr ausführlich diskutieren. In dem Sinne, one way no limit und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Markus, ciao.